Weiter geht's mit dem Finale von Paper Mario 2. Wir sind im Äonenpalast. Die 7 Sternjuwelen haben uns hier hereingelassen. Doch dummerweise ist Crucius auch hier. Und das ohne die Sternjuwelen zu besitzen. Wie kann das sein? Zusammen mit Peach ist er doch tatsächlich hier in den Äonenpalast angedrungen und hat irgendetwas Schreckliches vor. Wir müssen ihn einholen, bevor es zu spät ist. Oh, und bevor ich dich besiege, sollte ich dich vielleicht erstmal scannen. Das ist ein Zornlicht. Zornlichter sind Geister, die voller Rachsucht und Wut stecken. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Schrecklich, findest du nicht auch? Maximal KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Feuerattacken von Zornlichtern können auch dich in Brand setzen. Versuch bitte, diese Dinger schnell zu besiegen. Bitte, Mario! Okay, okay, ich gebe schon alles. Warte, was ist hier? Ah, ein KP-Schlürfer. Danke für den Support. Kurs geht raus direkt am Anfang. Ein Ehrenmann. Und wir hauen die Stampfattacke raus. Ja, nicht vergessen, wir haben heftige Orden gerade aktiv. Mehr Schaden, wenn das Action-Kommando stimmt. Kein Schaden, wenn es nicht stimmt. Und... ach, das war knapp. Ist hier eigentlich noch was? Nee, ne? Ich glaube, das frage ich mich auch jedes Mal, aber da in der Mitte ist wirklich nichts. Man denkt zwar, da ist ein unsichtbarer Block, aber da ist wirklich gar nichts. Wir haben auch den Eispower-Orden aktiv. Und was ist das jetzt für ein Bug hier? Oh, lol, da ist doch was! Huch! Ja, ich habe nichts gesagt! Das muss mein Zwillingsbruder gewesen sein. Also ich habe schon einen Bulaken bei mir, aber das Item ist so krass und wichtig. Auch wenn der Support nice war, ich werde den KP-Schlürfer direkt wieder wegschmeißen. Ich dachte, jetzt kommt der endlich mal zum Einsatz. Weil wir hatten schon ein paar Mal welche im Spiel und immer habe ich sie weggeschmissen. Ja, toll, das wollte ich halt nicht. Geh mir aus dem Weg. KP-Schlürfer, du störst. Ich muss hier durch. Ah! Okay. Okay. Das war, glaube ich, auch noch nie so weird, diese Stelle im Spiel. Aber egal, wir haben es geschafft. Und weiter geht es. Nun, in dieser großen leeren Halle. Das kann nichts Gutes heißen. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Euch auch. Zurück, ihr elenden Sterblichen! Verdammt ist jeder, der die Ruhe ihrer finsteren Majestät stört! Was laberst du? Kein Sterblicher soll jemals diese Schwelle überschreiten! Doch, genau das habe ich vor. Und dazu mache ich dich und dein Gesindel hier platt! Denn tot seid ihr ja schon! Yeah, hab ich dich. Ja, das ist natürlich eine Referenz an das erste Kapitel. In Lugardsburg gab es eine sehr, sehr ähnliche Szene. Nur, dass der Anführer diesmal noch tödlicher ist. Es handelt sich um einen Geistertrocken. Das ist ein Geistertrocken. Das Oberhaupt aller Knochentrocken. Maximal KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Erreichen seine KP 0, geht er zu Boden, aber er kann wieder auferstehen. Wenn du ihn aber mit Feuer oder Bomben besiegst, kannst du ihn endgültig schlagen. Du solltest ihn übrigens schnell und gründlich besiegen. So ein Geistertrocken hat eine Menge KP und ist kein wirklich leichter Gegner. Ach so, wie jeder Knochentrocken kann er sich auch Verstärkung rufen. Dieser Kampf kann ganz schön schwierig werden. Am besten besiegst du die ganze Brut auf einmal. Oh yeah, das habe ich auch vor, Leute. Und wir verschaffen uns erstmal Luft, indem wir Sternhagel einsetzen. Unsere finale Sternattacke. Hierbei müssen wir einfach nur ganz schnell A drücken und dabei bin ich ja tatsächlich ziemlich gut. Also könnt ihr eigentlich jedes Mal mit dem Maximalschaden von, ich glaube, 15 rechnen. Und das ist halt schon wirklich insane! Oh yeah! Auf ganz entspannt. Und BOOM! Tatsächlich 15 Schaden nehmen die durch Sternhagel. Das ist halt wirklich die pure Zerstörung. Und Bart Omp.
wird dich nun... Hey, was? Ich kann dich nicht erreichen. Oh, und der nächste Ehrensupport geht ins Nichts, weil ich voll bin. Verdammt! Macht aber auch keinen Sinn, jetzt noch ein Item einzusetzen. Okay, dann... Planänderung. Kupio! Du bist gefragt mit deinem Ultrapanzer. Der umgeht der Verteidigung und wird dich auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. K.O. Das ist so ziemlich die beste Taktik in diesem Kampf. Sternhagel und entweder Ultrapanzer oder Powerbombe. Das regelt. Palastschlüssel erhalten. Weiter geht's. Wir lassen uns nicht aufhalten. Außerdem, was labert dieser Geistertrocken? Mit Crucius ist doch bereits jemand hier durchgekommen, der nicht durchkommen sollte. Oh, noch eine goldene Kanone. Na super. Hier ist ein Ultrapilz. Ja. Ich sag's ungern, aber die Items, die wir bei uns haben, sind halt alle heftiger. Ich kann den jetzt gleich mal fressen, ja? Aber ich werde ihn nicht behalten. Gönn dir, Mario. Was eine Verschwendung, Alter. Mir fehlten nur 4 KP und ich fress einfach mal einen Ultrapilz. Also es gibt eine Inventarerweiterung. Die bekommt man aber nur im Duell-Quarker. Ich glaube auf Stufe 50 und das ist halt... Oh, das ist so dumm. Das ist so eine dumme Platzierung für so ein wichtiges Upgrade. Hier, nimm! Den scheiß Kanonen werde ich auf jeden Fall ganz schnell abrechnen. Ihr regt mich auf. Ja, aber wir sind in einer ähnlichen blöden Situation wie beim letzten Mal. Da hatten wir auch schon das Problem, dass wir nicht wirklich viel machen konnten, weil keine Sternenergie, Items lohnen sich nicht so richtig. Aber ja, ich kann zumindest eine der Kanonen rausnehmen und erlaube mir jetzt nochmal hier einen Ultraschlag. Hier, nimm! Damit ist die erste Kanone down und die zweite zumindest angefrackt. Ein Kugelwilli am Start. Was machen wir da? Powerbombe? Lohnt sich das? Eigentlich eher nicht. Gerade weil auch der Kugelwilli sich am Boden befindet. Dann doch lieber nochmal... Ultrapanzer! Kupio! Du bist richtig stark geworden. Ich bin echt stolz auf dich. Deine Attacke ist so geil. Ich feier dich, Bruder. Hier spielt schon auch viel Taktik jetzt mit rein. Ja, die Kämpfe kommen einem sehr zäh vor, wenn man es falsch macht. Aber es gibt immer eine sehr, sehr optimale Lösung. Und bis jetzt kommen wir auch sehr gut durch. Wie allerdings der Hammerschlag daneben gehen konnte, das kann ich euch auch nicht verraten. So, 10 KP auf Gegnerseite. Ich glaube, da probiere ich nochmal den Sternenblitz. Der hat ja bis jetzt eigentlich immer sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Auch weil die Attacke deutlich stärker ist, als ich dachte. Aber es könnte sein, dass diese grünen Flammen zu den Gegnern zählen, die eine etwas geringere Sterbewahrscheinlichkeit haben. Mal sehen. Ja gut, es bleibt zumindest einer übrig, aber das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass der mit dem Angriffsplus weggestorben ist. Und dann wechseln wir zu Bartorm. Der seine Bombe einsetzt. Boom, und zumindest nochmal 8 Schaden reindrückt. Doch jetzt Vorsicht. Ja, leider verletzt. Dachte er, lässt sich weniger Zeit beim Angriff. Oh, was soll's. Auch das geschafft. Und wir kommen wieder dem nächsten Level up näher. Ja, ich muss gar nicht so sehr sparen. Ich kann ruhig mit meinen starken Attacken abgehen.
alles so getimt, dass das mit dem ersten Angriff... ja doch, mit dem ersten Angriff auch, aber mit den Level-Ups schön ineinander fließt. So, und das kriegen wir jetzt auch ein bisschen besser hin. Brauchen nämlich nur einen Multisprung. Wow! Der einfach auch schon 6 Schaden macht. Wow. Und dann noch Bartoms Bombe! Ich überlege gerade, ob ich diesen Alles-oder-Nichts-Orden jetzt tatsächlich bis zum Ende drin behalte. Weil mehr Schaden ist geil, aber gleichzeitig feiere ich eben auch das Feuer. Ja, aber wenn du was falsch machst, dann hast du halt 0. Gilt das eigentlich auch für Sternenattacken? Weil das wäre halt... Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja auch keinen Buff erhalten. 15 Schaden ist bei Sternhangeln ganz normal. Und es gibt auch... Ja doch, Action-Kommando gibt es schon, aber... Funktioniert ja ein bisschen anders. Nee, ich glaube, das gilt nur für die normalen Attacken und BP-Moves, aber nicht für Sternattacken. Ich hoffe, ihr beiden seid die letzten goldenen Kanonen. Ich hasse euch! Habe ich jetzt wenigstens genug Sternenergie für einen Kreis? Oh, komm, bitte, bitte, bitte. Ja. Dann genehmige ich mir den mal. Power Rün! Hört sich fast so an wie so ein Verhütungsmittel. Power Ring. Oder? Keine Ahnung, warum ich da jetzt dran denken muss. Entschuldigung. Aber es reicht. Ganz ohne Faxen. Cool. Allerdings noch nicht fürs Level Up. Da muss man noch ein bisschen warten. Oh, schön viele BP zurück. Nice. Dann wird die nächste Schlacht sehr offen geführt. Oh, was haben wir denn da? Da ist ein Orden. Ich weiß gerade nicht welcher. Aber wir finden es gleich raus. Vorher schicken wir euch auf die Bretter. Oh nein. Wer ist denn hier für die Bühne verantwortlich? Derjenige hat scheiße gearbeitet. An der Stelle... genehmige ich mir mal Bartom mit seiner Powerbombe. Wie gesagt, keine Rücksicht auf Verluste. Wir kriegen eh gleich alles erstattet. Und das ist echt heftig. Die Powerbombe macht mit dem alles noch nichts Orden 10 Schaden. 10. Da geht halt einfach fast jeder Gegner down. Heftig. Komm her! Nein! So schnell auch wieder nicht. Stampfattacke, Erstangriff nicht geglückt. Aber ja gut, dann halt die nächste Powerbombe, ne? Wie wir gerade gesehen haben, sterben die alle. Und nach dem Kampf kriegen wir das Level ab. Auf entspannt. Erhöhen werde ich natürlich mal wieder die Ordenpunkte. Damit wir da am Ende auch genügend von haben. Sagte er bei 48. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Ich denke, ich werde am Ende einige Orden rausnehmen, die uns halt nicht wirklich viel bei den Bossen helfen, wie erhalte mehr Blüten nach Kämpfen. Das ist natürlich Schwachsinn bei dem Boss. Oder auch der Elektriker. Der ist zwar schön für normale Kämpfe, aber lohnt sich nicht für Bosse, weil die zwei Runden, wo du irgendeinen Buff erhältst, das lohnt sich nicht. Und die werde ich dann umwandeln in mehr Angriff und mehr Verteidigung, denke ich mal. Müssen wir mal schauen, wenn es soweit ist. Was machen wir mit euch? Noch ein Sternblitz, oder? Ja! Komm! Räumen sie weg! Dreimal A. Sehr einfach. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber das kriegen wir hin. BBX, BYAX. Perfekt. Kein Fail bislang bei dem Move. Und eine sehr hohe Sterberate. Auch hier, alle tot. So lobe ich mir das. Die.
So, was haben wir hier für einen Orden? Aber ich glaube, es ist eher Schmutz, weil sonst würde ich mich ja an den erinnern. Oh, und ein Gelee Royal. Shit, das ist schon heftig. Ich glaube, dann werde ich den Schokokuchen aufessen. Weil den Schokokuchen habe ich hauptsächlich wegen seiner BP-Heilung behalten. Oh, Gelee Royal, was 50 BP wiederherstellt, ist natürlich bei weitem geiler. Oh, so ein Blödsinn wieder. Erhöht die Angriffskraft deines Partners um 1 und senkt seine Verteidigung um 1. Ja, gut, kann man vielleicht fürs Finale machen. Ne? Vielleicht. Hier nur eine Münze. Boah. Sag ich danke, aber nein, danke. Oh. Jetzt kommt der Mist. Was sagt ein Gumbrina eigentlich dazu? In diesem leeren Raum. Der Äonenpalast. In diesem Raum scheint es irgendein Geheimnis zu geben. Schau dich um, ob dir irgendwas Ungewöhnliches auffällt. Es scheint immer nur ein Licht zu brennen. Oh. Gut. Den letzten Satz finde ich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil der verrät halt wirklich alles. Aber okay. Wir müssen tatsächlich immer der brennenden Fackel folgen, um weiterzukommen. Ansonsten würden wir wieder am Anfang dieses kleinen Labyrinths landen. Aber ich finde schon, dass Nintendo da ein bisschen zu viel verrät. Guck dich um. Hätte völlig ausgereicht. So, ich glaube einmal noch unten und dann sind wir auch schon durch. Ich weiß gar nicht, ich hatte als Kind hier tatsächlich Probleme, das weiß ich noch. Aber gibt keinen Grund, wie man sieht. Sehr easy. Oder? Mache ich alles richtig gerade? Kann mich nicht erinnern, dass die Passage so lang war. Oh, doch. Okay. Und was ist das? Diese Halle eben war ja schon ein sehr seltsamer Ort, aber das hier? Sind ja wirklich riesig, diese Katakomben. Wo sind wir hier eigentlich? Vorsicht vor dem Hunde. Der ist nicht so gut erzogen und äußerst hungrig. Hier ist schon lange kein Frischfleisch mehr vorbeigelaufen. Warte, haben wir die eigentlich schon mal gescannt? Wir haben doch nur die, ja genau, wir haben nur die normalen roten gescannt. Ich glaube aber, es gibt keinen Unterschied zwischen den roten und den schwarzen Choms. Weil damals in der Arena hieß es ja auch, die roten sind einfach nur angemalt worden, um sie aggressiver wirken zu lassen. Das ist ein Chom. Ich möchte nicht von so einem gebissen werden. Ja, denkst du ich? Maximal KP 7, Angriffskraft 6, Verteidigung 5. Choms sind harte Brocken. Du musst dich schon anstrengen, um sie zu besiegen. Außerdem fügen ihnen weder Feuer noch Eis Schaden zu. Immerhin kannst du sie einfrieren. Ja, ich zerhacke sie und friere dann ihr Fleisch ein, um mir jedes Mal eine leckere Bolognese draus zu machen. Ihre KP sind eher gering. Items oder Sternenattacken sind also sehr effektiv. Jedenfalls sind diese Biester anscheinend sehr aggressiv. Und wann werden die müde? Ich glaube, das dauert ein bisschen. Ja, leider lassen sie sich mit einem Item nicht bezwingen. Dazu haben sie zu viele KP. Ich empfehle Kupio mit seinem Ultrapanzer, aber jetzt haben wir natürlich keine Möglichkeit mehr, ihn in dieser Runde einzusetzen. Weil ich scannen musste. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als nochmal den Power Ring zu nutzen. Und gebissen werden möchte ich von den Viechern nicht. Ich liebe auch diese Animation, wenn die getroffen werden, mit der Träne. Da sieht man, so aggressiv und krass sind die gar nicht. Das sind eigentlich voll die Waschlappen, die direkt am Rumheulen sind, wenn sie mal einstecken müssen. Wie die ganzen Dullis auf Twitter, fällt mir gerade ein. Naja, egal. Tja, was haben wir hier?
Ist das der Ort, an dem der Schatz ruht? Sieht ganz danach aus, wa? Aber wie kommen wir da rein in diesen Turm? Und warum ist da noch so ein Vieh? Bam! Szene weggesprengt! Wow, drei? BTF? Das ist krass. Aber Kupio macht 7 Schaden. Das müsste also reichen. Ich gönne mir eine Schauanlage. Schön die Sternenergie zurückholen. Und... Attacke! Mit dem Ultrapanzer! Yeah! Aber nicht vergessen, es reicht auch nur dank meiner Buffs. Ja, wir haben ja Angriffsplus auf Partner aktiv per Orden. Oh, stimmt, ich könnte auch, by the way, mal wieder was aktivieren, wenn wir doch gerade schon dafür gesorgt haben. Sparblüte zum Beispiel. Ja. Jede BP-Attacke von Mario kostet nun 1 BP weniger. Cool. Den Block brauchen wir nicht, uns geht's gut. Und ich glaube, hier kommt man erstmal nicht weiter. Ja, Fakt. Aber hier sind neue, crazy Gegner. Was zur Hölle ist das? Tja, das werden wir wohl in der nächsten Folge erfahren. Jetzt checken wir erstmal diesen sonderbaren Turm ab. Und es ist vielleicht ein bisschen schwierig drauf zu kommen, aber... Wir müssen... Bartomp! Hier! Bam! Ins Maul des Kettenhunds werfen. Nur so kommen wir in die Röhre hinein. Und können den Schalter aktivieren. Hui. Eine Bootsplattform. Frag mich gerade, wie ist der Tipp von Rumbrina an dieser Stelle eigentlich? Oder was sagt sie generell über diesen Ort? Würde mich echt mal interessieren. Der Palastgarten? Aber er wirkt so kalt, als stünde die Zeit still. Um hier weiterzukommen, müssen wir erst etwas mit den Chomps hier tun. Und zwar nicht nur mit den lebendigen Chomps. Bisschen subtiler der Hinweis, aber doch recht zielführend. Finde ich deutlich besser als in dem vorherigen Raum. Ja, und man hatte ja sowas ähnliches auch schon auf der Insel, also man kann durchaus drauf kommen. Man sieht ja auch da hinten im Background ist ein Schalter. Das passt so. Bam. Ui. Und auch hier eine Bootsplattform. Ab hier ist das Vorgeplänkel des Finales vorbei. Jetzt wird's ernst. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und der nächste Part wird sehr, sehr krass. Um die übrig gebliebene Zeit noch sinnvoll zu nutzen, würde ich sagen, lesen wir Mails. Gibt einige. Zum Beispiel die von Diana. Danke. Wie geht's dir, Mario? Ich bin's, Diana aus Düsterdorf. Danke, dass du einige meiner Erinnerungen mit mir geteilt hast. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich kann zwar immer noch nicht vergessen, aber ich denke, dass die traurige Vergangenheit mit der glücklichen Gegenwart verbunden ist. Aber man darf nicht zu viel nachdenken. Die Kinder spielen und sind gesund und ich habe jeden Tag viel Spaß mit ihnen. Wenn du in der Nähe bist, komm doch nochmal vorbei. Die Kinder würden sich freuen. Diana. Ihr erinnert euch, das war diejenige mit der unglücklichen Liebe. Die Frau in Düsterdorf, die in Bienen verknallt war oder, ja doch, die von früher kannte und diese Liebe nie vergessen hat, aber er hat schon abgeschlossen. Eine sehr tiefe und heftige Story.
Und hier ist die Radausgabe 6. Rohlingen heute. Heute früh wurde ein Handlungsreisender, 30, daran gehindert, eine Flasche mit roter Flüssigkeit an Bord des Luftschiffs nach Falkenheim mitzunehmen. Von versuchter Entführung bis zum Schmuggel reichten die Vermutungen, bis der Inhalt der Flasche als Würzmittel erkannt und der Handlungsreisende freigelassen wurde. Der verhaltene Kommentar des Reisenden auf unsere Nachfrage: Ich freue mich auf diese Art, die Feuersoße, ein neues Produkt unserer Firma, der breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können. Ah, der Dulli, wir kennen ihn. Shopping-Detektiv, heute erforschen wir den Kiosk im Glimmerliner. Für die Fahrgäste ein Serviceangebot, für den Inhaber eine Goldgrube. Sitzt das Geld auf Reisen lockerer? Ich denke schon. Dazu die Verkäuferin des Souvenirshops. Wer im Glimmerliner fährt, der fühlt sich ganz einfach reich. Auch wenn er es eigentlich gar nicht ist. Ein Service für Radleser. Innerhalb der nächsten 15 Minuten bringen Einkäufe die doppelte Anzahl an Rabattpunkten ein. Da bekommt man doch richtig Lust auf eine Reise. Rezepte-Ecke. Heute lernen wir zu kochen, wie die Profis. Für Tintenpasta kochen wir zunächst Powerpasta al dente und servieren sie mit einer Soße aus Tintensaft. Wie wäre es heute mit einem etwas luxuriöseren Abendessen? Oh, gerne, bin ich direkt dabei. Zum Schluss. Die nächste Ausgabe von Rad wird die letzte sein. Auf keinen Fall versäumen. Kommt die nach dem Finale? Ah, nee, die haben wir schon. Okay. Aurelius, es ist Zeit. Mach mal Luigi, oder? Ich hab dich noch nicht vergessen. Habe trainiert wie die Hölle und bin jetzt stärker als je zuvor. In der Arena kann mich absolut niemand aufhalten. Nur die Wunde juckt manchmal noch. Die Wunde, die dein Granatenhammer in meinen Stolz geschlagen hat. Erwarte keine Gnade, wenn du noch einmal in die Arena kommen solltest. Diesmal werde ich dir zeigen, was eine Hake ist. Aurelius, die Nummer 1. Auch das auf jeden Fall Postgame-Content bei mir. Wir werden nochmal in die Arena gehen. Der Geist, ein Fluch. Der Geist des Glimmerliners spukt weiter. Du fragst, wie ein Geist Mails schreibt. Ich habe Besitz vom Schaffner ergriffen und seine Hände genutzt. Aber sorge dich nicht, es geht ihm gut. Ich führe jetzt wieder mein Tagebuch, damit mein Leben dokumentiert wird. Selbst wenn es das Leben eines Untoten ist. Dir viel Erfolg bei deinen Abenteuern. Und bedenke, noch ist dir der Zugang ins Reich des Todes verwehrt. Obwohl ich mich freuen würde, dich zu sehen. Der Geist von Abteil 4. Boah, ist das creepy. Rad, letzte Ausgabe. Sonderausgabe 7. Rohlingen heute. Schockierender Skandal. Heute in den frühen Morgenstunden. Rackle-T 55 ohrfeigt Corsario 25 in der Taverne. Der Grund war eine verspätete Lieferung von Lebensmitteln. Schwätzende Seeleute hatten Corsario 2 Stunden lang in der Taverne aufgehalten. Glücklicherweise war die einzige Folge der Tat ein temporärer Gedächtnisverlust, der Corsario die Erinnerungen etwa 2 Stunden vor und nach dem Ereignis raubte. Ein zufällig bei der Tat anwesender Box-Promoter soll angeblich versucht haben, Rackle-T für eine Karriere im Ring zu begeistern. WTF. Skandale ereignen sich immer wieder. Und was für den einen ein ganz gewöhnlicher Vorfall ist, mag für den anderen ein Skandal sein. Aber die Skandale in dieser Stadt sind alle geprägt von der Liebe der Bürger zueinander und zu dieser Stadt. Ja, da ist was dran. Shopping-Detektiv, heute stellen wir die Nordwind-Boutique in Groß-Frostheim vor. Gefroren, so sagt man hier, sind die Pilze am besten. Tatsächlich ist auch die Qualität der übrigen Waren herausragend. Kommentar der charmanten Verkäuferin Bumbine. Hier ist es zwar ein wenig kalt, aber guten Kunden wärme ich jederzeit gerne mit einer kleinen Explosion das Herz. Okay. Ich freue mich auf viele Kunden aus dem schönen Rohlingen. Gelegenheiten zum Einkaufen ergeben sich immer wieder. Und der Shopping-Detektiv wird auch in Zukunft neue Läden erforschen. Dem treuen Leser an dieser Stelle herzlichen Dank. Rezepte-Ecke. Heute präsentieren wir unser letztes Rezept, das Parmal. Gibt man einen Eishasen in eine Pfeffersuppe, so erkaltet die Suppe und man kann seinen Gästen ein paar Mal präsentieren. Ein idealer Start für unvergessliche Abende mit ganz speziellen Menschen. In gutem Essen zeigt sich die wahre Form der menschlichen Seele. Danke für viele Anregungen und Tipps und lasst es euch schmecken. Zum Schluss, die letzte Ausgabe ist erreicht. Am Anfang war es schwer, dieses Rad ins Rollen zu bringen, aber wir glauben, unsere Leser sind zufrieden. Und wir sind stolz, es bis hierher geschafft zu haben. Danke für alles und vielleicht liest man sich ja auch mal wieder. Ja, euch auch danke fürs Ansehen. Nächstes Mal wird es wie gesagt noch krasser. Nicht verpassen und Like da lassen.
Thank you.